So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke und ich möchte ein kleines Unboxing machen, obwohl eigentlich möchte ich das auch nicht, sondern ich werde dazu gezwungen, weil Sandra hat irgendwas bestellt und hat gesagt, oh mein Gott, das will ich heute unbedingt zu mir nehmen, bitte mach jetzt das Paket auf, mach jetzt hin, mach das Ding jetzt auf, Junge. Und habe ich gesagt, okay, warte, ich habe eh noch ein paar Pakete, die mache ich auch gleich noch mit auf. Und dann hat sie schon die Küchenrolle in der Hand gehabt, ach, das Nudelholz meine ich, Hilfe. Und dann aber, okay, die Küchenrolle braucht sie erst danach, wenn sie die Blutspur aufwischen muss, aber... Wir wollen jetzt ein kleines Unboxing machen. Willkommen auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Ein kleines Unboxing-Video. Das gezwungene Unboxing jetzt ganz neu. Wir stellen euch mal ein Stück hier hinter. Es ist schon wieder andere Location, weil zufällig ist sie auch noch im Schlafzimmer und wühlt da rum, sodass ich das nicht machen kann im Schlafzimmer wie sonst. Aber ich habe mir das jetzt hier so eingerichtet. Sieht zwar nicht so schön aus wie beim Bierschanger, aber irgendwie kriegt man es ja vielleicht hin, wenn wir das so haben, dass man da irgendwie trotzdem erkennen kann, dass da so Pakete sind, ja? Kriegt man das irgendwie hin, dass da so Pakete sind? Mann, sieht das scheiße aus. Also ich krieg's nicht hin. Es ist leider nicht so cool. Das ist das genötigte Unboxing. Nein, das erzwungene, das... Ach, ich habe keine Ahnung wie. Ich stelle euch jetzt einfach wieder dahin. Wir tun das jetzt hier wieder runter. Und das hier drüben, das ist Sandra. Deswegen machen wir das auch als allerletztes auf. Ich stelle es erstmal nochmal ganz weg. Das möchte sie heute zu sich nehmen. Wir haben hier aber andere Sachen. Mann, ist das ein Kuddelmuddel und hin und her. Wir fangen erstmal mit dem großen Paket an. Dafür habe ich hier dieses Messer, um das irgendwie aufzumachen. Das ist von davayo.de. Da weiß jetzt eh schon wieder fast jeder, was da drin ist. Also die Bianca weiß es. Denn die Bianca hat diese Seite ja für sich entdeckt. Und die Bianca findet diese Seite ja so gut. Und da bestellt sie ja öfters. Und da haben wir jetzt was gesehen. Das habe ich zwar schon, aber irgendwie sieht es auf der Seite komplett anders aus als das, was ich da habe. Und deswegen dachte ich, ich muss es mir nochmal bestellen, weil ich auch das Design sammle und die Tüten sammle und das einfach insgesamt haben möchte. Wer jetzt schlau ist, der weiß, um was es geht. Wahrscheinlich geht es schon wieder um Samyang-Nudeln. Da sind auch immer viele Sachen dabei, die Bianca nicht kennt, die ich leider aber dann doch schon kenne. Aber ich habe die Gelegenheit genutzt, glaube ich, auch nochmal eine Sorte zu bestellen, die mir sehr gut schmeckt, die es aber so normal im Handel gar nicht gibt. In jedem Rewe gibt es zum Beispiel jetzt auch schon wieder Samyang-Nudeln, aber halt Carbonara, die Original, die Too Spicy, die Curry, die Kimchi vielleicht auch noch. Aber es gibt nicht die Grünen. Was sind die Grünen? Wir machen das jetzt hier auf. Wir gucken jetzt hier rein. Und jetzt sehen wir schon wieder nichts. Und dann müssen wir es hier nochmal aufmachen. Und dann habt ihr hier einen riesen Karton. Meine Güte. Das ist der erste Karton. So sieht das aus. Da haben wir Luftpolster drin. Erstmal die ganze Kamera fortgeschossen. Was meine ich mit den Grünen? Die Grünen meine ich natürlich diese hier, die Yia Yang. Weil die sind mit Black Korean Black Bean, sowas steht denn nicht. Ich kann es doch einfach vorlesen. Korean Black Bean Sauce. Samyang Yia Yang Hot Chicken Flavor. Die sind richtig schwarz, die sind richtig dunkel durch diese schwarze koreanische Bohnensoße, aber die sind auch unglaublich lecker und ich finde, die sind auch nicht so scharf. Das heißt, gerade Einsteiger oder so könnten diese Nudeln essen, weil die einfach verdammt lecker sind. Dann, was ich zwar kenne, aber was ich auch gleich nochmal mitgenommen habe, sind die Habanero Lime von Samyang. Denn die sind auch unglaublich lecker und die haben eine richtig tolle Verpackung. Ein Habanero-Chili-Geschmack mit einem Lime-Flavor. Nicht wie bei Takis, da ist alles abartig. Aber die fand ich gut. Der erste Biss war extrem gewöhnungsbedürftig. Ab dem zweiten Biss hast du das schon richtig genossen. Das war richtig lecker. Dann haben wir hier... Kann ich mir gar nicht vorstellen, dass ich das gekauft habe. Was ist das denn? Samyang? Wow! Samyang Chasaroni Multi. Ein 5er-Pack Samyang Chasaroni Multi. Sind das jetzt richtige Nudeln, die du dir so machen kannst? Dann interessant, aber wenn das jetzt irgendwie so wie eine Suppe ist, dann mag ich das natürlich gar nicht. Aber es ist ein 5er-Pack, ist von Samyang. Aber es scheint natürlich nicht aus der Bulldog-Reihe zu sein. Deswegen ist das schon mal wieder... Naja, der Stinker in der Box. Und dann habe ich
dieses Samyang. Und die sind der Grund, wieso die Bianca mir das geschickt hat und ich gesagt habe, das müsste die Sorte Yakisoba sein. Yakisoba habe ich schon. Meine Yakisoba sehen aber komplett anders aus und ich habe bei mir auch nur ein einzelnes Pack Yakisoba. Da ist ein anderes Hühnchen drauf. Da ist ein Hühnchen drauf mit einer Kelle und macht irgendwas. Hier ist das Hühnchen drauf, aber mit einem Reisekoffer. Das Hühnchen mit dem Reisekoffer, was ich sagt, ich gehe auf Reisen, ich hau ab, aber hier steht auch drauf, Samyang Yakisoba Bulldog. Gebratene Nudeln, Multi 500 Gramm. Was ist der Unterschied? Einfach nur neues Design oder was komplett anderes? Wir müssen es rausfinden, wenn wir es irgendwann dann mal testen. Das muss ich mir mal aufheben, denn ich muss auf der Seite nochmal nachschauen, ob das alles so richtig ist oder ob die da was verwechselt haben, weil das eine sieht halt richtig komisch aus. Machen wir als nächstes mal hier das kleine Paket auf. Können wir auch mit dem Messer hier wieder an der Seite einmal so lang schlitzen. Immer auf euch zu natürlich, damit ihr euch auch ja verletzt. Das ist richtig lustig. Na gut, jetzt geht's nicht mehr auf mich zu, dann machen wir es doch mal weg. Schlitzen oben einmal durch. Letztens war Hannes da, ich kann euch gleich die Geschichte dazu erzählen. Letztens war Hannes da und wir haben Weihnachtsgeschenke ausgepackt und habe ich von Sandras Schwester so eine rote Resurrection-Soße bekommen mit einer Pipette dran und die ist übelst brutal. Und Hannes hat gesagt, die feiert er auch, die würde er auch nehmen und wir haben gesehen, es gibt ja insgesamt drei verschiedene. Ich habe aber nur die schwarze dann gehabt. Und dann gibt es die rote einzeln, es gibt die schwarze einzeln und dann gibt es noch eine weiße. Die weiße gibt es aber nicht einzeln, die weiße gibt es nur im Dreierpack. Jetzt habe ich auf meine Wunschliste das Dreierpack gepackt und Hannes hat gesagt, er hat eh noch einen 50-Euro-Gutschein bei Amazon. Er würde mir dieses Dreierpack für 40 Euro von der Wunschliste dann kaufen, wenn ich es draufsetze, damit ich alle drei Soßen habe. Und er nimmt dafür dann die schwarze, die ich schon mal einzeln habe. So hätte ich die nämlich dann nicht doppelt. Er hat auch eine, weil eine Soße kostet 20 Euro und das Dreierpack hätte nur 40 gekostet. Hier steht viel Vergnügen mit deinem Geschenk von Hannes. Hannes S. Ich weiß gar nicht, ob man den Nachnamen sagen darf. Das ist, weil es ein Geschenk ist, in so einem blauen Sack verpackt, was natürlich irgendwie schön aussieht. Dann können wir den Sack hier aufmachen. Können das hier so rauswühlen. Und dann habt ihr hier hoffentlich schöner verpackt als das andere, weil bei dem anderen waren am Rand einfach so blöde Aufkleber dran. Und wenn du die abziehst, ist die ganze Verpackung verwichst, wenn man das so sagen darf. Hier haben sie die Sachen im Dreierpack perfekt und die Aufkleber sind außen auf der Folie. Das heißt, wenn ich die auspacke, diese drei Soßen, dann ist da kein schmieriger Aufkleber dran und das passt. Ich mache es jetzt auch direkt mal auf, um euch das zu zeigen. Ich hoffe, das passt. Das sieht auf jeden Fall passend aus. Und da finde ich vor allem das Design, die Verpackung her, unglaublich genial. Aber 20 Euro halt für eine Soße, da müsst ihr aufpassen. Die sind halt wirklich mega brutal, mega scharf. Wenn wir das jetzt mal so reinhalten, wären das jetzt hier die Soßen. Schwarz, Rot und hier das Weiße. Diese war bei den Weihnachtsgeschenken dabei. Die Resurrection mit einem mit 433.000 Scoville. Das ist Resurrection Hot Sauce. Schon gesagt, wenn ihr die hier aufmacht, ihr habt wirklich nur so ein kleines Fläschchen hier drin mit Pipette zum Rauströpfeln, so Stacheldraht mit drauf. Das ist wirklich cool, so eine Box, das tut man dann auch wieder da rein, das kann man dann auch so aufheben. Die hatte ich also in den Weihnachtsgeschenken dabei, da hat Hannes dann die von den Weihnachtsgeschenken bekommen, damit ich sie jetzt hier im Dreierpack nochmal habe. Die hier, nicht die Resurrection, sondern The Last Supper Hot Sauce, da ist ein Engelchen drauf, hat 850.000 Scoville, also nochmal mehr, das Doppelte nochmal von dem anderen. Die konnte man auch einzeln bestellen, The Last Supper. Aber man hat gemerkt, es gibt noch eine dritte, und zwar The Reaper Hot Sauce. Die hat nur 96.000 Scoville. Ich hätte jetzt gedacht, dass das die heftigste ist, The Reaper. Ich dachte, da ist Carolina Reaper drin. Die hat auf jeden Fall eine weiße Verpackung, hier mit Blut, was da runterläuft. Aber 96.000 Scoville zu 433.000 zu 850.000 ist auf jeden Fall ein Unterschied. The Reaper Hot Sauce, trotzdem coole Box, cooles Design, gefällt mir auch sehr gut. Machst du auf, ist gar keine Soße drin. Nein, die ist gerade irgendwie zur Seite gerollt. Also das ist halt wirklich einfach nur ein so ein kleines Fläschchen, Nasentropfen, Augentropfen.
wie auch immer ihr das dann bezeichnen wollt. Und die gab es nicht einzeln, die gab es nur im Dreierpack. Und wegen dieser einen Soße, die jetzt auch noch die mildeste ist von allen, haben wir das gemacht. 50 Euro Gutschein eingelöst, für 40 Euro das Dreierpack gekauft. Und Hannes hat die 20 Euro Soße bekommen. Das ist auf jeden Fall danke, Hannes. Das sind Freunde. Das sind Freunde, das ist richtig stark. Das hätte ich für ihn auch gemacht. Wenn er da sieht, er hat da was und ich habe da so, dann habe ich auch was. Und er hat nicht gar nichts, er hat dann irgendwas. Und das ist jetzt hier nochmal drin. Da müsste jetzt nochmal hier Zettelchen sein, was das ist. Und nochmal viel Vergnügen mit deinem Geschenk von Hannes S. Ne? Nachnamen dürfen wir nicht zeigen, wegen Datenschutz. Also packen wir es wieder hier rein, werfen es wieder da hoch. Gucken nochmal, was hier drin ist, in dem anderen Teil. Es muss alles weg, es muss alles weg. Das können wir jetzt einfach aufreißen. Boah. Und da habe ich mir selber Soße gesucht, scharfe Soße, aber auch in einem Karton, der auch ein richtig geniales Design hatte und die Flaschen hoffentlich auch so cool sind wie abgebildet. Es ist noch einfach viel größer, als ich dachte. Ich dachte, das ist so groß wie das, so ein kleiner Karton, aber guckt euch das mal an. Es ist so groß, so ein riesengroßer Karton, so groß, so fett, so dick. Schrecken Sie Ihre Geschmacksknospen mit diesen extrem weltweit schärfsten Schärfesoßen, die jeweils einen Scoville-Wert haben, der Ihr System erschüttern wird. Schrecken Sie Ihren... Ach nee, schrecken Sie Ihre Geschmacksnerven, genau, weil wir haben nämlich, was haben wir? Carolina Reaper Hot Sauce, Citrus Mango Geschmack Ghost Pepper Hot Sauce und Pfirsich Geschmack Ghost Pepper Hot Sauce. Das ist ein Terror, World's Most Extreme Hot Sauces. Sieht aus wie eine limitierte Fanbox von Hirntod Records. Das muss man sich mal vorstellen, mit einer Sturmhaube drauf. Die muss ich jetzt aufmachen. Da kann ich euch die drei Sorten nochmal vorlesen. So ein genialer Karton. Vor allem jetzt, wo diese Folie ab ist, guckt euch den Karton an. So ein genialer Karton. Eine Citrus Mango Ghost Pepper Hot Sauce. Eine Peach Ghost Pepper Hot Sauce und eine Carolina Reaper Hot Sauce. 625.000 Scoville, 625.000 Scoville und 750.000 Scoville. Und dann scheinen das auch noch richtig große Flaschen zu sein, sonst wäre der Karton ja nicht so groß. Und das ganz Besondere müsste jetzt kommen, wenn wir den Karton aufmachen. Guckt mal da rein. Hä, was ist das denn? Und dann nehmen wir das raus. Ach du Scheiße. Und dann haben wir so eine Riesenflasche. Eine Riesenflasche Terror Hot Sauce. Carolina Reaper 750.000. Also da ist genau alles drauf, was du wissen möchtest. Der Name, die Scoville-Angaben. Und du hast eine Sturmhaube. Das ist eine Sturmmaske auf der Soße drauf. Kannst du die so einfach abziehen? Kriegst du die da wieder drauf? Lässt du die? Ich trau's mich gar nicht. Kann man das mit der Maske? Ich muss sie doch mal abziehen. So, jetzt ist die ab. Sieht so aus eigentlich, aber du hast auf jeder Flasche einfach eine Sturmhaube drauf, weil es einfach eine richtig heftige Terrorbox ist und das wirkt auch einfach durch den weißen Hintergrund, durch die weißen Augen, die durchschimmern. Terror Hot Sauce Carolina Reaper. Dann hier drüben die Peach Ghost Pepper Hot Sauce, auch mit dieser Sturmhaube drauf. Und dann hast du hier natürlich noch die Citrus Mango Pepper, Citrus Mango Ghost Pepper Hot Sauce. Das ist doch cool, oder? Diese drei Teile nebeneinander, das ist extrem genial. Die muss ich jetzt wieder hier reinpacken. Das ist so eine schöne Geschenkidee für mich selber, an mich selber. Das feiere ich, das muss ich da hinpacken. Das muss ich hier kurz mal wegpacken. Und dann müssen wir jetzt noch Pupsis Karton hier herholen. Und ich sagen muss, das müsstet ihr eigentlich kennen, das hat man nämlich schon mal. Die Shenaya hat das schon mal geschickt. Ich habe auch schon ein Tasting-Video dazu gemacht. Das wollte ich eigentlich mit dem Muttertier machen. Dann wollte Marie unbedingt mitmachen.
Und dann habe ich es wieder bereut, mit Marie Video gemacht zu haben, weil die ist dann immer unberechenbar, unkontrollierbar. Und die versucht mich immer in meinen eigenen Videos zu maßregeln. Und naja, das ist dann für mich, wenn mich jemand die ganze Zeit nur voll nüllt, da habe ich dann auch keinen Spaß mehr. Und dann haben wir das auch noch draußen gemacht und dann hat sich das so gezogen. Und dann war das alles so tote Hose, weil wenn ich mit der Mama immer alleine was filme, dann ist ein eingefleischtes Team, wie mit Hannes. Selbst mit Fahrer, anfänglich war es ganz beruhigt in der Wohnung, mittlerweile, wir sind auf einem Level, machen unser Ding, fertig, das passt. Als wir zu dritt waren, da war das so richtig so, mir hat da was gefehlt. Und ich fand die Limos, die wir da hatten, so besonders und so toll, dass ich mir dachte, die möchte ich nochmal bestellen, nochmal für ein Tasting. Und Sandra hat gesagt, die haben ja auch gut geschmeckt. Deswegen wollte sie sowieso nochmal Limos und hat jetzt nochmal diese guten Jarritos Limonaden bestellt. Ihr habt ja auch einen Flyer drin, Jarritos Spezialitäten aus Mexiko, diese mexikanischen Limonaden. Mit dem Code GRACIAS10 bekommst du 10% Rabatt auf die nächste Bestellung, wieso auch nicht. Jetzt ist hier ein Jarritos Öffner drin. Warum ist der hier rund? Den hängt man sich dann um die Flasche oder was? Oder keine Ahnung. Oder steckt man sein durch. Hier ist auf jeden Fall ein Öffner. Bei dem anderen war ja auch ein Öffner dabei. Der sieht halt aus dann wie ein mexikanischer Wrestler. Das ist ein Edelstahl-Öffner, wo Jarritos draufsteht, den du dann einfach nutzen kannst, um die Flaschen aufzumachen. Und das ist auch das, was hier drin ist. Ganz viele Jarritos-Flaschen. Gleich fliegt der ganze Karton runter. Wir müssen es euch einfach von oben zeigen. So, ich drücke mal hier drauf. Das ist der Karton mit den Jarritos Limonaden. Ihr habt hier Jarritos Strawberry. Das ist neu. Bisher gab es kein Strawberry. Die konnten wir also noch gar nicht testen. Das heißt, wir mussten sowieso noch mal neu holen wegen Strawberry. Da ist Strawberry. Hier ist Grapefruit drin. Hier haben wir Strawberry, hier haben wir Strawberry, hier haben wir Mandarin, ja, die Mandarin-Suppe. Hier haben wir die Mexican Cola von Jarritos, damals probiert, als wir in Gera waren, mit Thomas Burger essen, heftiger 80-Euro-Burger, gab es auch Jarritos immer zu trinken. Hier haben wir Lime, hier haben wir nochmal Mandarin. Hier haben wir nochmal Mexican Cola. Mexican Cola. Mexican Cola. Guava. Also Guave. Die war, glaube ich, die beste mit. Nochmal Guave. Nochmal Guave. Dann hier Pineapple, also Ananas. Nochmal Guave. Nochmal Guave. Nochmal Cola. Nochmal Cola. Nochmal Mango. Wenn wir Mango schon hatten. Nochmal Cola. Nochmal Cola und nochmal Cola. Waren das jetzt 8 verschiedene Sorten oder 7 verschiedene Sorten? Ich weiß es nicht. Ich habe keinen Überblick. Wir haben auf jeden Fall damals alle verschiedenen getestet. Das hat mir nicht so gut gefallen, deswegen wollte ich die nochmal testen. Pupsi hat gesagt, sie möchte sich von den Colas und gerade von dem Guave auch nochmal ein paar mehr mitbestellen und probieren oder von dem Erdbeer. Erdbeer kennt man doch nicht. Kannst du sagen, Erdbeer schmeckt immer gut, dazu gemeint. Schauen wir mal, ob das wirklich so ist. Das war das erzwungene Terror-Unboxing. Das terrorisierte Unboxing, das Unboxing mit Terror und Zwang. Ich habe keine Ahnung, wie man es nennt. Auf jeden Fall richtig genial, richtig fett. Hier mit dieser Reaper, mit der Reaper-Soße, mit der Last Supper-Soße, mit der Resurrection-Soße. Das sind schon richtige Highlights für mich. Und am Ende natürlich hier diese fette Terror. The World's Most Extreme. Hot Sauces in der Hirntod-Box. Das ist genial. Das ist genial. Und so groß und so fett, das hätte ich nicht gedacht. Das war es jetzt von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Peace out, Vorhaut. Euer Ramses.